Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Der Haushalt im Bereich Kultur ist nicht gekürzt worden, er wurde übergerollt. Meine Vorredner erklärten das schon gerade eben. Das ist soweit ganz gut, aber bei weitem kein Grund zu jubeln. Frau Ministerin, ich würde ganz gerne drei Punkte ansprechen, bei denen es noch mangelt und wo wir durchaus Nachholbedarf sehen. Zuerst einmal das Kulturfördergesetz, welches nicht nur in meinen Augen mehr eine gute Absichtserklärung als tatsächlich Stärkung der Kunst- und Kulturlandschaft in NRW ist. Und dieses Gesetz der schönen Worte für Kunst und Kultur bleibt auch weiterhin eine Absichtserklärung, wenn sie als finanzielle Nullnummer verabschiedet wird. Es wird ein Mindestmaß an Mitteln benötigt, um die Maßnahmen nach diesem Gesetz finanziell zu stützen. Sonst haben wir nur eine schöne Absichtserklärung und einen Förderplan, der die Kulturhaushalte für die nächsten 5 Jahre beschreibt. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht wirklich wegweisend. Daher haben wir auch zusätzlich Mittel für eben diese Maßnahmen nach dem kommenden Kulturfördergesetz beantragt. Das wurde leider im Haushalts- und Finanzausschuss wie erwartet abgelehnt. Ja, keine große Überraschung, ist halt so. Aber ganz ehrlich, ich finde es absurd, wenn einerseits ein Prestigeprojekt von der Landesregierung nach vielen Ankündigungen, Dialogen mit den Betroffenen an den Start gebracht wird, aber das Ganze nichts kosten soll. Das, meine Damen und Herren, naja, ich würde das kostenlos Kultur nennen. Aber ich will nicht nur kritisieren. Ich will nicht nur kritisieren, ich will auch etwas Positives erwähnen, Herr Abel. Ich will etwas Positives erwähnen, nämlich die Digitalisierung und die digitale Archivierung. Ihr Antrag auf 500.000 Euro zu diesem Zweck ist bei uns im Gegensatz zu 0-Euro-Nummer Kulturfördergesetz positiv aufgefallen. Wenigstens wollen Sie mehr Mittel für die digitale Archivierung und die Digitalisierung ausgeben, dort zuweisen. Das finden wir gut. Daher tragen wir zumindest diesen Antrag von SPD und Grünen mit und haben entsprechend unseren eigenen Änderungsantrag zum Haushalt zurückgezogen, der nicht so weit ging. Allerdings gibt es da auch einen Wermutstropfen, auf den ich hinweisen muss. Mich würde jetzt nämlich dringend interessieren, warum für 2015 eben diese 500.000 aufgestockt wird, während die Verpflichtungsermächtigung weiterhin gleich bleibt für die kommenden Jahre. Das ist nämlich inkonsistent, einerseits die Mittel für 2015 zu erhöhen und gleichzeitig die Verpflichtungsermächtigung nicht mit zu erhöhen. Hier braucht es nämlich für die Archive Planungssicherheit. Die Digitalisierung von Kulturgut ist aber auch nicht nur eine Landesaufgabe, sondern auch vor allem muss sie in den Kommunen Nordrhein-Westfalens durchgeführt werden. Und daher haben wir auch hier zusätzliche Mittel für die Kommunen beantragt, damit diese ihre Kunst- und Kulturgüter digitalisieren, erhalten und zugänglich machen können. Und genau um dies zu verstetigen, haben wir auch dort eine Verpflichtungsermächtigung beantragt. Wir wollen nämlich sicherstellen, dass die Gelder auch in den nächsten 3 Jahren bereitstehen, dass die kommunalen Archive damit planen können und entsprechend stetige Konzepte dort ausarbeiten können und dass diese Konzepte dann dort greifen können. Da sind jetzt zumindest gute Ansätze geschaffen worden, zumindest mit diesem einen Antrag, damit dieses Projekt, das Digitale Archiv, endlich wirklich in Fahrt kommt. Nein, sei es drum, das überspringe ich. Dazu haben meine Vorredner gesagt, mir rennt die Zeit ein bisschen weg. Zum Schluss möchte ich noch zu einer Sache kommen, nämlich bei der ein seit 2012 nicht mehr angesetzter Fördertopf mal wieder reaktiviert werden sollte, nämlich die Mittel für Ankäufe für die Kunstsammlung NRW. Wir haben diese Wiedererhöhung der Mittel auf den Stand von 2012 beantragt. Das wären 800.000 Euro zum Kauf von Kunstwerken für die Kunstsammlung NRW. Hier könnte NRW ganz besonders seine jungen Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich der Digital Arts unterstützen und fördern. Diese Schwerpunktsetzung würde NRW als Medien- und Kulturland deutlich unterstreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich.